Ach, ich bin ganz aufgeregt. Der Winkler will doch heute deine Parkplatzsituation besprechen, Klaus. Ich weiß nicht, ob so eine gute Idee war, die Leitung vom Verkehrsausschuss jetzt zu übernehmen. Isolde, das ist doch ehrenamtlich. Da kann dir keiner was anhaben. Außerdem bist du meine Assistentin. Ich meine, das weiß doch jeder. Ja, vom Sitzungsgeld mal abgesehen. Die 300 Euro. Aber was dein ständiges Falschparken angeht und diesen Unterbindungen, also, da bin ich ja schon befangen. Also, Isolde, da bist du doch Mensch in erster Linie. Und meine, naja, Sekretärin, hm? Na, wenn diesmal nicht irgendwie spitz kriegt. Die bist doch kein Verbrechen, oder? Nicht, solange uns hier niemand sieht. Du weißt doch, wie sie sind. So, wir sind gleich im Sitzungsraum. Ach, das interessiert doch heute keinen mehr. Der Hitzinger ist auch schwul und sagt da jemand was. Und der Winkler ist da nur mit seinen Abschleppkoden beschäftigt und seiner Mutti. Na komm, und die Schurige und der Hitzinger sind froh, wenn man sie in Ruhe lässt. Da weiß keiner was von unserem kleinen Geheimnis. Und selbst wenn... Naja. Na, wenn du sagst und das Geld, naja, das kann ich natürlich gut gebrauchen. So, ich muss jetzt noch die Schokolade auslegen. Da freuen die sich immer so. Warte, ich helfe dir. Ich helfe ihnen. Naja, ist doch besser. Nee, lass mich mal allein. Die müssen ganz bestimmt angeordnet sein, die Schokoladestück. So, so. Hier sitzt das Ordnungsamt, eins für den Winkler, für die Schurige und den, wie heißt der, also der... Homosexuelle, Hitzinger. Passt ja, passt ja. So, dann noch die Herren von der Polizei. Obwohl, die haben dich ja schon abgeschleppt, ne? Das sollte man allein aus Strafe. Aber naja, da sind wir mal nicht so. Die sind okay. Und außerdem holt der Winkler mein Auto ja immer wieder brav vom Abschlepphof. Na gut, dann auch eine Schokolade für den Herrn Dimmelsbercher und den Herrn Richtner. So, diese kleinen viereckigen Kriecher-Schokohappen, die sind so süß und ich finde, die machen eine richtig gute Stimmung, oder? Sag mal. Wie? Ja, ja, gute Stimmung. Sag mal, was machen wir jetzt mit dieser Parkplatzgeschichte? Der Winkler will mir da bestimmt eins reinwischen, weil ich doch immer falsch parke. Na, mir beschließe, dass mir... Warte mal, wann fängt's dann an? 18 Uhr. Na, dann um 19.30 Uhr aufhören und der Punkt, der kommt einfach zu Verschiedenes. Fantastisch, Isolde. Frau Hennings, ja, fantastisch. Sie sind ihr Geld wert. Na, das will ich doch hoffen. So, der Winkler kriegt den viereckigen Kriecher Schokohappen volle Nuss. Und dem Dimmelsbercher lege ich die Traubennuss hin, oder? Was meinst du? Ja, Hauptsache ich krieg mein Nougat, ne? Vor allem nach der Sitzung. Ich meine, er muss ja auch nicht falsch parken, oder? Heute werde ich endlich mal die Parkplatzsituation ansprechen. Also, dass mir mehr davon brauche, damit... Der Blindling nicht mehr falsch parken kann und sie nicht mehr in die Bredouille kommen. Falsch. Jeder, der will, einen ganz legalen Parkplatz bekommt. Ach, guck, die Hennings ist jetzt ja die Leiterin des Verkehrsausschusses. Ehrenamtliche Leiterin. Genau, mit einem Haufen Sitzungsgeld. Deshalb findet er ja mittlerweile ständig statt, obwohl es wirklich nichts zu besprechen gibt. Na, heute? Ja, ich weiß, wollen Sie die Parkplatzsituation ansprechen, aber mal ehrlich, es traut sich doch eh niemand, dem Blindling mal zu sagen, dass er ein Arsch ist. Also, ich muss doch... Hallo, Frau Hennings, und Glückwunsch zur Wahl zur Vorsitzenden des Verkehrsausschusses. Ach, grüße auch, Herr Blindling. Ach, das ist ja lieb. Ich gebe mein Bestes. Ist ja ehrenamtlich, gell? Na klar, umso mehr Glückwunsch. Mann, Schwuli, echt gleich rutsche ich auf deiner Schleimspur aus. Na, ich fang dich nicht auf. Man muss sich... Grüße, Herr Hitzinger. Na, ich hab gehört, euer Chef will sich heute mal mit dem Blindling anlegen. Im Leben nicht, das traut er sich eh nicht. Na, zum Glück bist du ja der Obertrauer hier. Alles zu seiner Zeit, wart's ab. Na, Sie haben ja keine Berührungsängste, Herr Dimmelsberger, hm? Stimmt, ich habe mir ja letztens abschleppen lassen mit dem Kollege, gell, Franz? Was? Ja, der Blindling meinste. Also, jetzt habe ich hier schon wieder Marzipanschokolade. Ah, das gibt's doch nicht. Ich hab doch extra gesagt. Was hat sich der Winkler aufgeregt? Bei Nougat hätte ich nichts gesagt, aber das kriegt ja wieder der Blindling. Von wegen der Blindling? Hat dem Winkler einfach die Schlüssel gegeben und gut war's. Von wegen gut war's. Tatsächlich,
Das Nougat hat wieder der Blindling. Wie Nougat? Ach so, nee, haben sie dem Blindling wieder die Nougat hingelegt? Ich hab die eklig taube Nuss. Na klar, die Hennings und der Blindling. Grüße, Frau Hennings, wie schön, dass Sie jetzt den Ausschuss leiden. Ah, und der Herr Blindling. Grüße, der Herr Blindling. Also, wie ich Ihrem Ware letzte Woche, den mir da abgeschleppt habe. Der war halt im Haltefeld. Alles gut, die Herren. Sie müssen doch für Recht und Ordnung sorgen. Aber der Herr Winkler hat's ja geregelt und mein Deckler ausgelöst. Ja, eben, naja. Und heute diskutieren wir ja vielleicht noch eine Lösung, oder? Oh, da bin ich nicht so zuversichtlich. Es gibt ja viel zu besprechen, ne? Aber wir haben ja noch viele, viele Sitzungen, gell? Ach, und sagen Sie mal, Herr Blindling, ich sehe, Sie haben da viereckig Grieche Schoko haben Nougat-Schokoladliche. Die würde ich gern tauschen, weil ich ja schon mal gesagt habe, dass ich Traubenuss nicht so mach. Also, jede Frau. Hennings, ja genau. Fragen Sie, warte mal. Ich soll, Frau Hennings? Ja klar, Herr Blindling, was kann ich denn tun? Wir müssen anfangen, ist ja schon bald wieder rum. Hast du sie noch Nougat? Herr Dimmelsberger, wissen Sie, für Nougat sterbe ich. Untötig. Ja, sehr schön. Na, da schaue ich doch mal. Wenn nicht, muss ich noch eine viereckig Griecher Schoko Habe Selection aufmachen. Ach Quatsch, keine unnötige. Ach, dann täte ich auch einen Nougat nehmen. Ich habe nämlich Marzipan. Das ist ja wie Turnschuh mit zwei Steifen. Nee, da müssen wir nochmal. Also, ich soll, Frau Hennings, vielleicht. Ach, sonst macht doch noch eine Packung auf. Warte mal. Entschuldigung, bevor wir anfangen, macht hier jemand Marzipan und will tauschen mit Herrn Dimmelsberger? Hey, Zinger, was macht wer? Jetzt geht das wieder los, ob jemand Marzipan mag und tauschen will. Also meine Noisette kriegt die diesmal nicht. Wer dann? Ach, der Richtner und Dimmelsberger, die kriegen immer die Ekelschoko hingelegt, weil sie den Blindling abschleppen, wenn er falsch parkt, wie sie ja wissen. Ach, hier das quadratische Süßzeug. Also ehrlich gesagt, wenn mir Salzstangen lieber. Hat jemand Salzstangen? Ach, Frau Schurige, das war Späßchen meinerseits. Also, ich hätte volle Nuss, da würde ich dann tauschen. Klasse, die nehme ich. Ach, und ich? Was haben Sie denn? Marzipan. Gitti, das ist ja... Ich weiß, wie zwei Streifen auf dem Turnschuh. Verstehe ich übrigens nicht. Ah, vor allem ist das Persipan, so ein Billo-Marzipan. Nee, die müssen sie behalten, Herr Richtner. Na klasse. Frau Hennings, eventuell doch eine neue Packung. Na, ich sehe schon. Dann nehmen Sie doch meine, die sich Waffel. Also, wenn ich ehrlich sein darf, mag ich Waffeln nicht so. Dann nehme ich doch die Waffel und gebe der Frau Hennings meine Noisette. Und was hab ich davon? Na, dann können Sie meine Noisette von Frau Hennings haben und die nimmt dann ihre Traubennuss. Ich habe bei meinem Marzi, also Persipan. Na, dann die. Also gut, Herr Winkler tauscht dann jetzt seine viereckige Griecher Schokohappenvolle Nuss mit der Traubennuss von dem Herrn Dimmelsberger. Und ich tausche meine Waffel mit der Noisette vom Herrn Hitzelsberger. Hitzinger. Auch gut. Dann jedenfalls tausche ich mit dem Herrn Richtner und nehme seine Marzipan gegen die Noisette, die ich ja vom Herrn Hitzinger habe. Also das heißt jetzt, dass ich die viereckige Griecherschoko habe, aber Nuss habe. Genau. Das wäre ganz lieb. Ja, gut. Dann also hier meine volle Nuss an den Herrn Dimmelsberger und ich kriege seine Traubennuss. So, Herr Dimmelsberger, ja genau. Sie erst. Bitte? Ach so, ja, hier bitte. Ja, wunderbar. So, bitte hier, meine. So, dann jetzt meine Noisette und Ihre Waffel. Danke. Super. Ja, genau, Noisette. So, jetzt Sie dann, Herr Richtner, Ihre Marzipan an mich. Genau, hier bitte. Und ich dann Ihre Noisette. Lecker. Danke. So, meine Damen und Herren, also es ist jetzt ja schon ein bisschen Zeit in Vorbereitung vergangen, aber es muss ja alles seine Richtigkeit haben, gell? Genau, dann begrüße ich Sie jetzt nochmal alle und mir lege, wenn auch mit reichlich Verspätung, los. So, meine Damen und Herren, dann, wenn jetzt jeder sein Plätzchen und seine Schokolade gefunden hat... Da hätte ich gleich mal einen Vorschlag. Herr Richtner, gleich, lass es uns erst einmal anfangen. Wir haben ja doch durch die kleine Irritation zu Beginn schon wieder viel Zeit verloren. Ah ja, darum geht's ja. Aber gut, dann gleich. Wunderbar, also dann... Wenn jetzt jeder sein Plätzchen gefunden hat und hoffentlich jeder seine Schokolade, dann begrüße ich Sie zu diesem Verkehrsausschuss und will jetzt auch schon mal kurz festlegen, dass wir um Punkt 19:30 enden werden, gell? Da der Herr Blindling dann noch weiter muss. Die Feuerwehr am Nachbarsort weiht ihr neues Löschfahrzeug ein. Entschuldigung, also da bin ich jetzt aber nicht einfach. Also jetzt lassen Sie doch mal die Frau Hennings anfangen, ist doch eh nicht viel Zeit heute. Und das wird, Herr Winkler, ja nicht der letzte Ausschuss dieser Art sein. Wir wollen ja im Namen der Bürgernähe auch weiterhin und auch viel öfter und noch, also, ja. Genau, danke Blindling, Herr Klaus, Herr Blindling.
Sorry, bei so viel Turbulenz heute gleich zu Beginn bin ich ganz durcheinander. Also, dann wintern jede. Ja, das hatten wir ja schon. Danke, liebe Frau Hennings, dann sollte man mal loslegen, oder? Na, merkst du selbst, oder? Tick-Tack, so schindet man auch Zeit. Oh Mann, echt, diese verkackte Schokolade hätte ich lieber zu Hause gegessen und stattdessen Fernsehen geguckt. Heute kommt wieder Prinz Charming. Oh, die Madame guckt Turbo-TV. Das sind die Männer am hübschesten. Ich will mich da auch mal bewerben. Na super, du kannst dann aber auch jeden Spaß verderben. Blöde Schluse. So, Herr Hitzinger, mein Gott, was haben eigentlich alle mit meinem Namen? Ach, Entschuldigung, also Herr Hitzelsberger, weil Sie gerade zu Ihrer Kollegin gesprochen haben, gibt's was für die große Runde? Nee, ich habe der Frau Schurige nur zu ihrer Schokoladenwahl gratuliert, weil wir es ja zu Beginn davon hatten. Okay, gibt's da Probleme? Also ansonsten mache ich doch noch die zweite Packung auf. Wieso? Was hatte sie denn für eine Sorte? Oh, das gibt Rache, Schwuli. Nee, ich hab... Also Zartbitter. Ich liebe Zartbitter. Also insofern echt alles gut. Ich wollte eigentlich vorschlagen, so ein bisschen mehr Diversity hier reinzubringen. Der Herr Hitzelsberger fühlt sich da oft so alleine. Na, warte, du Schlange. Ja, wunderbar. Das nehme ich dann noch zum Punkt Sonstiges auf. Entschuldigung, können wir jetzt vielleicht nochmal anfangen? Ja, dann, wenn also jeder jetzt seinen Platz in seine Schokolade... Ach, das hatten wir ja schon. Ja, dann... haben wir es auch schon wieder für heute. Also, was wir jetzt nicht geschafft haben, das machen wir dann das nächste Mal. Und ich schicke mal eine Liste rum mit den verfügbaren Schokosorten. Vielleicht kriegen wir das damit dann ja ein bisschen in den Griff. Und nicht vergessen, unterschreiben, sonst gibt's kein Sitzungsgeld, gell? Es muss alles seine Ordnung haben. Also, Frau Hennings, nochmal zu meinem Antrag. Also, das wäre wirklich wichtig für eine rechtssichere Situation. Auch für Ihren, also unseren, also ich meine, für unseren Bürgermeister. Herr Winkler, da bin ich ganz nah bei Ihnen. Da passt sozusagen kein Platz zwischen uns. Aber wir müssen jetzt los. Und nächste Sitzung machen wir das dann bestimmt. Ja, bestimmt. Sie haben ja gesehen, was hier heute alles los war. Aber deshalb machen wir das jetzt ja regelmäßig, gell? Und... bitte unterschreibe wegen Sitzungsgeld, gell? Ja, sicher, wegen Sitzungsgeld. Klasse, ich muss ja alles in Ordnung haben, gell?